jetzt kann ich hoch. Donkey kann man Ja. hoch, man hat einen fantastischen Überblick. Ja, ich. Du hast mich hier zugebuddelt, du. Mach mal ihn hier frei. Wo? Den Specht. Ja, da wo ich bin. Ach. Du bist auch für alles unfähig, ey. Aber du, Donkey, aber du. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern Optifine, weil ich mal sehen möchte, ob das Spawn frei ist. Aber ich habe das Gefühl, die sind unter uns. Und zwar sehr weit unter uns. Ich hab meinen Bogen bereit. Hallo Freunde, willkommen in einer neuen Folge Let's Battle Minecraft mit dem Donkey zusammen im Team. Warum mit mir ausgerechnet? Warum mit mir? Es ist Womit habe ich einigermaßen. dich verdient? Warte mal, wir müssen. Wir machen hier am besten die Kiste. Nein, die Kiste bleibt drin. Aber wir lassen das offen. Nimm doch mal den Rest von der Kiste raus und wir tun die woanders hin. Und zwar. Nee, wir decken das Feld komplett ab. Und hier in der Ecke, da drunter machen wir unsere versteckte Kiste. Das ist nämlich einfach, weil es regelkonform ist, aber die denken dann, wir hätten unsere versteckte Kiste zufällig offen gelassen. Wir müssen aber auch noch Zeug reinschaffen. Warte mal. Da tun wir einen Eisenharnisch oder so rein. Damit es nicht ganz leer aussieht. Ja, jetzt habe ich die Kiste rausgenommen hier. Man macht hier nicht zu, wir dürfen hier nicht zumachen. Warum nicht? Weil das unsere tarnversteckte Kiste ist. Mann, du hast die Kiste raus. Mann. Ja, mach sie hier rein. Wir Ja, sag müssen. doch gleich nochmal. So. Einfach. Hier ist nämlich auffällig. Schön. So. Hier tun wir einen Teil unserer Steine rein. Unserer. Dann hier, das hier noch rein. Das hier noch rein und ein bisschen Oh, Eisen. meine Schuhe sind bald kaputt, aber ich Und ein habe noch bisschen neue. Eisen, keinen Dia. Ja, die Dias haben wir alle Und verbraten. ein Eimer, so. Okay, und jetzt tun wir hier den Rest rein. Vier Dias haben wir. Den hast du den Enchanter? Ah, nee, Was? wir haben ja noch gar keinen Enchanter, ich Dummerchen. Ich hatte mir Wir nämlich auch brauchen eine. noch Leder, wir brauchen noch Leder dazu. Genau. Brauchen wir Okay, hier dazu machen wir zu noch. und ich mache mir hier auch einen Waypoint. Ach, Ja, ich hab ihn scheiße. schon. Was denn? Nein, C-Kiste. Oh, ich glaube, das ist aber hier ganz offensichtlich hier. Ja, ich habe meinen Fehler auch gerade bemerkt. Wir müssen hier Dingens reintun und du machst schnell mit der Feldhacke wieder drüber. Ich hab noch Samen. Nein, du darfst keine Samen drüber machen. Warum? Weil das sonst als zwei Blöcke gilt. Als welche zwei Blöcke? Naja, wir dürfen ja maximal einen Block mit einem Block verstecken. Und ein Samen gilt auch als Block. Seit wann, bitteschön? In unseren Let's Battle-Regeln nicht. Doch, gilt. Wo hast du es Das hingeschrieben? Ich gilt hab als ihn. Block. Nein, es gilt allgemein als Block. Da musst du keine Let's Battle-Regeln durchlesen. Okay, wir haben. Wie viel Brot hast du? Ich hab sechs und zwei, cooked pork chop. Pork chop. Das ist aber so. Warte mal. Ah, nee. Wir können ja noch pflanzen. Warte mal. Hast du noch Samen? Ja, drei. Die hast du mir vorhin weggenommen, die anderen. Weil dann pflanzen wir noch mal ordentlich. Ja, aber du, ne? Und du pflanzt hier den ganzen Scheiß hier voll, Ja, ne? wir tun es ja, bevor wir gehen, tun wir es ja noch mal abernten. So. Alles mitnehmen. So, haben wir noch Samen? Ja, ich habe auch noch. Oh, hier, Okay, ich habe kein Knochenmehl mehr. Das heißt, wir sollten das möglichst alles abernten. Oder ist hier noch irgendwo Knochenmehl? Nein. Ich hab noch fünf Knochen mehr. Okay. Warte mal, ich mach ein Brot. Ein Weizen noch. Wenn du das erlaubst. Ja, mach ruhig. Ich mach. Oh ja, gib. Ja, nee, passt schon, passt schon. Okay, auf geht's. Warte mal, die Samen lasse ich auch hier.
Warte mal, ich lass meine Samen mal auch hier. Ey, drei Bögen, aber keine. Ach nee. Ah, jetzt habe ich die Dia-Spitzhacke dabei, das ist vielleicht nicht so toll. Ich habe eine zwei Eisenspitzhacken. Zwei Eisenspitzhacken, ich sollte mir vielleicht auch noch eine machen. Nee, ich kann dir eine überlassen. Nee, wir rüsten uns schon ordentlich aus. Nee, wir müssen sowieso mehr mitnehmen. Viel mehr. Die Steinhacke, wo tue ich die hin? Hier, ne? Nein, die brauchen wir jetzt noch. Wir müssen uns gut ausrüsten, was Spitzhacken betrifft. Und zwar eigentlich sehr gut, weil wir hatten ja einen Plan. Da müssen wir auch den Zuschauern mal von mitteilen. Und zwar ist dem Dunki und uns, dem Dunki und mir aufgefallen, dass die ja, als wir zuvor im ersten Zusammentreffen, kamen die ja aus dem Dschungelbiom. Jetzt ist unsere Vermutung, dass die auch tatsächlich ihre Basis im Dschungelbiom haben. Das heißt, wir machen eine neue Art des Strip Minings auf, und zwar, wir tun jetzt nach Basen. Strip Mining machen. Kannst du mir mal bitte die Feldhacke geben, damit es unauffällig aussieht? Ich sneak mich auch mal kurz, um mich umzuschauen. Warte mal, was darf ich in die Kiste reintun? Knochenmehl und Kohle, ne? Ja, kannst du reintun. So. Ja, reingepfeffert erstmal. Ich habe noch Bogen zwei Bögen. Bogen habe ich, Diamantschwert habe ich, was zu essen habe ich, wir haben doch alles, oder? Ja, würde ich auch sagen. Diamantschwert habe ich, Essen habe ich, Pfeile habe ich, Bogen habe ich, Schuhe habe ich, falls es mir kaputt geht. Oh, ich bin bereit eigentlich. I'm ready to rumble, würde ich sagen. So, ne? Also raus hier. Let's get ready to rumble. Ey, Alter, ich muss mich hier an die Minecraft-Steuerung wieder mal gewöhnen. Verdammt, hast du noch Dingens? Was denn? Erde. Erde? Ja. Nee. Okay. Das weil wir müssen hier noch zumachen. Das ist ein Muss. Ja, ich mach hier einfach den Block ein, den einen Block weg, oder? Nee, lass mich das mit der Erde machen. Ich habe da mehr Erfahrung mit dem Tarnen. Und Täuschen. Hier ja, ist so. Ja, jetzt, als nächstes bezeichnest du mich noch als Noob. Es geht einfach um unsere Sicherheit. Wir haben schon die erste Basis verloren. Unehrenhaft. So, okay. Was ist das denn eigentlich? Was für unehrenhaft. Du hast beide gekillt, während ich mich ruhig hier herumgeschlagen habe wie ein Sohn Wilder und trotzdem nichts hinbekommen habe. Ja, gut, aber man hat unsere Basis gesehen und das fand ich ein bisschen scheiße. Ah, scheiße. Ich habe zu viele Waypoints. Egal, kommst du mal mit? Ja, ich muss hier erstmal wieder raus, so. Wo bist denn du schon wieder? Ach, da. Okay, wir brauchen eine Kuh. Und die finden wir wahrscheinlich im Dschungel. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe nicht, machen wir Mühe. Wir sollten nicht allzu viel sprinten, wollte ich Stimmt, sagen. Stimmt, ja. Wir sollten eigentlich gar hier nicht... Hier mal ordentlich umschauen. Schafe. Das Interessante ist, dass die Battlemap trotzdem ziemlich klein ist und man trotzdem hier extrem viel an... Fläche eigentlich hat. Ja, wen deiner Zuschauer interessiert das? Nee, es interessiert mich, weil wir haben ja das nächste Battle geplant, mit einer etwas größeren Map zu spielen. Angenommen haben wir das und... Kakaoschaf! Yay! Das freut mich gar nicht! Scheiß Kakaoschaf! Oder hinten ist ein Chunkbug, das ist ganz blöd. Das ist ganz gut, genau. Ganz blöd, habe ich gesagt. Hier ist ein bisschen Dschungel, warte mal. Hier vielleicht. Hier ist zu viel Dschungel. Ich. Warte mal, vielleicht? Moment. Dein Ernst? Hey, ich hab Eisen bekommen. Hey. Ein Eisenbarren oder. Eisenbarren, ja. Ach, okay. Dunki, wenn du in mir hüpfst, kann ich keinen Block setzen, danke. Hey, Alter. Boah. Jetzt wird bei mir ein Avira irgendwie so ein Update hier. Du hast Avira? Ernsthaft? Ja, warum nicht? Ja, klar. Ich muss sagen, ich habe Avira ursprünglich mal deinstalliert, weil die haben so ein Update rausgebracht, was Minecraft und vor allem Spiele extrem langsam gemacht haben.
Naja, bei mir ist bis jetzt noch nicht der Fall gewesen. Bei mir läuft mit Avira und dann noch eigentlich alles flüssig. Okay, ich verschaff mir mal den Überblick. Ja, wart mal auf mich hier. Ich bin ein Superheld, ich hab den Überblick. Du hast hier gar nichts. Das Einzige, was du hast, ist, Schulnotenprobleme. Ja, aber du. So. Ja, mir ist es ja egal, dir nicht. So. Ich dachte schon, was ist da mit Dings zugebaut, warte. Mal umschauen. Ich hab da, glaube ich, ach nee. Boah, die Minecraft-Musik ist laut, das ist blöd. Kannst du mich mal kurz bewachen? Und zwar muss ich die Geräusche mal niedriger machen und die Musik vor allem ganz aus. So. Nvidia GeForce Dings Update. Kam bei mir vorhin auch, ja. Okay, das ist noch nicht der höchste Baum, muss ich sagen. Da drüben ist ein viel höherer. Und das sah irgendwie auch nach einem Baumhaus aus da drüben. Weil wir hatten nämlich zwei Theorien. Also Theorie 1, entweder sie sind unterm Dschungel. Oder Theorie 2, sie sind überm Dschungel und haben sich ein Baumhaus gebaut. Was aber zu offensichtlich wäre, weil nicht weil unbedingt. Dann eigentlich nicht unbedingt. Sehen, theoretisch. Nicht unbedingt, weil wenn man sie unten sucht, dann wird man nie vermuten, dass man mal nach oben glotzen muss. Ja, sag ich ja, deshalb hier. Ich hab jetzt. Ja, nee, hier kommt man nicht hoch. Das finde ich doof an den Dschungelbäumen. Ich hab ein paar Blöcke. Ja, die bringen uns bloß. Die bringen uns bloß nichts viel. Ich ich versuch's mal an der Stelle. Nee, das wird's auch nicht bringen, glaube ich. Diese Lianen, ne, die sind auch voll behindert. Ja. Hast du es doch geschafft? Nee, noch nicht. Das wird's, glaube ich, nicht. Nee. Hab ich gesagt. Hab ich's doch gewusst. Ha, so. Hab ich's doch gewusst, Herr Specht. So, jetzt kann ich höher. Ja, jetzt hast du mich hier zugebaut, du Bob. So. Nicht ganz ungefährlich, muss ich sagen. Nein! Dein Ernst. Hui, Glück gehabt. So. Erstmal hier. So, verschaffen uns mal schnell. Sagen wir's. Nein! Ja. Jetzt kann ich hoch. Donkey, komm mal hoch, man hat einen fantastischen Überblick. Ja, du hast mich hier zugebuddelt, du. Mach mal ihn hier frei. Wo? Den Specht. Ja, da wo ich bin. Ach. Du bist auch für alles unfähig, ey. Aber du, Donkey, aber du. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern Optifine, weil ich mal sehen möchte, ob der Spawn frei ist. Aber ich habe das Gefühl, die sind unter uns. Und zwar sehr weit unter uns. Ich habe meinen Bogen bereit. Okay. Naja gut, war mal schön, sich einen Überblick zu verschaffen. Aber ich glaube jetzt, gerade jetzt, wo es Nacht wird, möchte ich gern mal unter Tage gehen. Das heißt genauer? In die Höhle. Oder beziehungsweise, was heißt in die Höhle? Wir graben uns einfach mal einen Strip-Mining-Tunnel. Wir fangen hier direkt hier an. Einfach mal quer. Ich glaube, das ist die schlechteste Idee, die wir je hatten, aber... Warum? Okay. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen paranoid. Ich bin ein bisschen paranoid. Warte mal, wie viele Blöcke? 1, 2, wir gehen mal noch tiefer. Weil sie haben uns ja gefragt, wie viele Blöcke das. 1, 2, 3, 4, 5. Was heißt, wir sind jetzt hier eigentlich auf der optimalen Höhe. Ha, hier haben wir schon gleich mal Kohle gefunden. Soll ich jetzt einfach runterspringen? Du kannst dich auch runtergraben, wenn dir das lieber ist. Nö, ich habe keine Schaufel. Hier ist nochmal Kohle, ne? Ja, das meinte ich ja, die Kohle. Dunki, du lässt die bitte drin, wir müssen Spitzhacke sparen. Ich habe zwar 6 Stück dabei,
aber... Ja, aber die Steinspitzhacke darf ich doch benutzen, oder? Ja, ja, darfst du gerne benutzen. Nein, grab dich mal in die andere Richtung. Wir machen mal Richtung. Quer durchs Dschungelbiom, machen wir jetzt mal einen Gang. Oh, Mann. Das ist ja... Ich raste hier gleich aus. Auf einmal, einer von uns findet jetzt hier die Basis oder so. Das würde ich so dermaßen feiern, muss ich sagen. Das würde ich so dermaßen feiern. Also die Kohle lasse ich bleiben, aber ansonsten darf ich die Spitzhacke benutzen, für was ich will, ne? Ja, ja, wie gesagt, tu dich in eine Richtung graben, auch gern mal Seitengänge rein, mache ich jetzt auch mal. Könnt... Oh, hier ist... Ich habe keine Fackel, ne? Muss halt jetzt blöd, kann ich dir die Hälfte von meinen geben, dann hast du 22. Ja, ich renne einfach zu dir. Da. So, dankeschön. Nicht schlecht, Herr Specht. Was ist denn das eigentlich? Okay. Da ist irgendwas überirdisch mitten im Dschungel. Das ist ein bisschen... Ich gehe mal auf die Höhe und grab mich mal zu dem Ding hier rein. Boah, ich glaube, ich habe hier voll die schlechte Position erwischt. Ja, ich finde hier im Moment auch nichts. Also... Ich glaube auch nicht, dass unsere Chancen sehr hoch sind, dass wir was finden, aber... Ich habe eine übelst schlechte Position gefunden. Ich muss noch tiefer rein. Warum musst du noch tiefer? Ja, weil ansonsten hier ich dann wieder rauskomme. Okay, das ist gut, wenn du auf einer Stelle rauskommst, aber wir wissen ja auf jeden Fall, dass sie da nicht sind. Ja, nee, hier aus diesem Tunnelsystem, was wir hier gerade anlegen. Nee, tiefer darfst du nicht gehen. Weil genau auf der Höhe sind sie nämlich, nehme ich an. Okay, die Fackel nehme ich mit. Warum brauche ich eigentlich Fackel? Ich kann sowieso eigentlich ganz gut sehen. Ich liege wahrscheinlich an meiner Helligkeit. Ich grab mir einfach einen Gang da, wo du einen beendet hast, ne? Ach komm, jetzt geht das Wetter los. Das ist doch zum Kotzen. Ja, schön, wenn du hier auch Schnee mit hinzugefügt hättest, hier bei der Map. Aber ansonsten... Schnee! Ja, klar. Ich meine, dann sind sie leichter zu sehen. Das haben wir... LOL! Ach, das bist du, Mann! Nee, das bin ich. Ich dachte jetzt irgendwie... Stünde der Quanox. Das wäre jetzt ein Schock gewesen. Stell dir vor, wir graben uns so fröhlich durch die Gegend, ohne auf Namensschilder zu achten, und da wäre jetzt der Quanox. Ende der Folge, na schön. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao, Leute. Bis bald.